Okay, jetzt sind wir wieder im Forscherlabor vom Raimund. Und der Raimund, der hat sich ja neuerdings, der Raimund hockt, also der Raimund, der hat gestern Sommergrippe gehabt. Da erzähle ich euch noch einmal, wie das geht. Aber jetzt geht es wieder um die harten Fakten. Ja, ich habe super, super tolle Fakten. Und zwar ist das hier meine Temperatur-Lasergun, ja. Und mit meiner Temperatur-Lasergun habe ich euch letzte Woche erzählt. Letzte Woche, vor ein paar Tagen. Also ich sitze ja in meinem kalten Büro und in meinem kalten Büro brauche ich immer warme Unterstützung und dann heizt. Ich komme so weiter, indem ich mich hier oben in meinem kalten Büro mir mein Heizdeckel immer nahe lege. Meine Heizdeckel lege ich mir so nahe. Ich bin ja ein ganzen Schlauer. Ich bin ja ein ganzen Schlauer und als ganz Schlauer tue ich bloß aufwärmen da, wo ich brauche. Ja, okay. Und dazu nehme ich immer so ein Heißkissele. Das habe ich damals vom Silvercrest, liest man hier, gekauft. Ja. Und dann schalte ich mal auf Stufe 6. Jetzt habe ich festgestellt, der Lidl ist auch nicht mehr das, was er früher mal war. Der wird auch nicht mehr so arg warm. Also habe ich mir daheim ein neues gekauft. Und das neue. Das habe ich euch ja gesagt. Die sagen, dass es kostet eigentlich weniger, kostet gleich. Also beim Lidl ist, man muss ja schon sagen, Lidl macht lustig. Und Aldi auch. Das hat damals, glaube ich, 20 € gekostet und das hat jetzt irgendwas anders gekostet. Also weiß ich nicht mehr jetzt. Aber auf jeden Fall nicht, ihr habt jetzt nicht das Teure vom Bäuer gekauft. Und. Jetzt, wo ist mein Supermesser? Ich habe ja lang drauf gewartet. Wir machen jetzt eine Lasergun. Wir messen jetzt uns selber. Heizdeckel. Ich bin nicht der Heizdeckel, das Mann. Heizkissel, Mann. Man muss schon richtig sagen. Boah, mit Special Edition Apparatur. Alles made in China, aber ihr wisst ja, China hat ja die Dings Rezession überstanden, haben sie gesagt, indem sie Corona ausgemerzt haben. Totalitärer Staat, haben sie gesagt, hilft ein bisschen. So. Denn natürlich jetzt so ein Kapuzensack, ich weiß nicht für was der ist, wahrscheinlich wenn man jemand entführt. Für was gibt es so einen Sack? Das? Umsonst geschenkter Beutel, guckst nicht ins Maul, gell? So, Achtung, Sticker. Versus kleinem Stecker. Hier, die sagen, dass sie 50 Grad malt, okay? 100 Watt. Also, wenn Watt immer das gleiche ist. Ja, wir sehen jetzt schon mal, ja, das ist nicht der Grund, warum die sagen, sie könnte ein paar Grad wärmer werden. Wenn das 100 Watt ist gleich 100 Watt, dann ist nicht das Kiesele kleiner, das Deckele klein, Kiesele kleiner. Wir machen hier. Eingesteckt ist. War da rein mit seiner Brille. Sein modernes Aussehen. Wir machen einmal auf On. Stufe 3. Ist eine Folie drauf. So, jetzt sieht es gut aus. Stufe 3, Temperature 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 6. Okay, sieht man hier falsch. Und jetzt machen wir den Laser Gun. Der Raimund ist der Schlaue. Heizmessung. Noch sind wir bei 21 Grad. Hier beim Silvercrest sind wir. Oh ja. Guck mal,
Silvercrest hat auch schon 29 Grad. Machen wir doch mal, kann man das zoomen? Nein, kann man nicht zoomen. Ist halt, das ist halt Samsung-Kamera, ne? Ultra. Also ich weiß nicht, was da so Ultra drin sein soll. Ich lege es mal da nachher. Jetzt sind wir. Forschergeist, der Forschergeist. Hast du einen echten Forscher im Haus? 28, 28, 28, ja, das ist nicht mehr viel. Eigentlich sollte es 35 sein. Hier sind wir bei 30 zum Teil. Ich mache es jetzt so. 30 Grad. Da kann man auch Max einstellen. Min und Max. Mode, Diff, Average, Hell, Lal. Lal brauche ich nicht. Max. Da steht Max 34 Grad zum Teil. Aber 34 ist auch nicht das, was man wolle. Die sagen, die sie hätten irgendwas mit von wegen 40, 50 Grad, der das erreichen kann. Ja, nur lachen. Die liegen doch alle. Aber so ist halt das Internet. Genau gleich warm. Hallo? Nein, das ist nicht so warm. Das ist wärmer. Ein kleines bisschen wärmer. 30, 33, 31, 26, 31. Und hier unten steht 36 haben wir. So, und jetzt machen wir Little Silvercrest. Silvercrest. Also ich das sah, ich als Mensch, das sah, das ist ein kleines bisschen minimal wärmer. 30. Wir lesen hier. Wir lasern hier. 31. Die sind so verlogen, alle so verlogen. Naja, mein Forscherdrang, gell? So, das war 31, haben wir da. 31, 32, vielleicht am Schalter ist vielleicht wärmer. 32, okay. Und jetzt machen wir hier nochmal 35, okay? 40. Also wie ihr seht, jetzt ist ja mein Dingsäune wieder verrutscht. Ich hasse es. So. Wie ihr seht, der Forscherdrang, der Raimund mit seinem Forscherdrang, ja? Das wollen wir, okay? Also, das Internet lügt nie. Das Internet hat mal wieder gewonnen. Das heißt im Umkehrschluss, ich kaufe mir nichts mehr vom Lidl. Halt, das ist nicht wahr, ich gehe ja so ganz beim Lidl zum Schaffen. Im Neckarsulm, im sechsten Stock, das ist meine Lieblingsarbeit. Also, ich kaufe schon nur Lidl, okay? Ich kaufe nur Lidl. Produktion finde ich auch gut. Allerdings hat das Internet halt gewonnen. Ich muss oder ich gang in die Produktion beim Lidl und mache dann bessere Heizkissele, dicke. Ja, also die brauchen einfach gute Leute beim Lidl oder beim Aldi. Das Internet lügt nie. Das Internet hat gewonnen, okay? Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Forscher dran herren. Also meine Forscherergebnisse, ich mache unten einen Produktlink zu diesem topwarmen Heizdeckel, muss und nicht das ganze Haus heizen damit.